Hallihallo. Heute mal ein kurzer Link-Tipp. Gefunden habe ich eine schöne Seite zum Compace. Findet man nicht sofort, ne? Weil das steht hier in der Dokumentation von Ubuntu unter Composite Manager, also CCSM. Dort ist eine sehr, sehr umfassende Seite zu finden, die wahrscheinlich so ziemlich jedes Problem mit dem Cube und so weiter löst, mit dem Desktop-Würfel. Auch Grafikkartenprobleme werden hier beschrieben, zum Beispiel Videocard-Drivers, wo kriegt man das her? Zum Beispiel haben viele richtige Probleme mit AMD, ich konnte es nicht testen, weil ich Nvidia habe. Und da gibt es dann nochmal Links, ne? Da kommt man auf weiterführende Seiten für die AMD-Leute, ob das überhaupt auf deren Grafikkarte geht und ähnliches. Viele weiterführende Links, zum Beispiel wie man Compiz zurücksetzt oder Unity zurücksetzt. Das dürfte so ziemlich die allumfassende Ich-löse-alles-Seite sein. Dort gibt's Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man was macht. Ne? Zum Beispiel auch unter Xubuntu, was ich dann sehr selten benutze, oder Edubuntu. Also was unter 11.10 steht, sollte dann auch unter Ubuntu 12.04 funktionieren. Hier sieht man auch, ich habe ja immer das automatische Sortieren der Plugins abgeschaltet, um die entsprechenden Effekte zu kriegen. Es gibt aber noch einen eleganteren Weg, ne? Wenn man den Cube aktiviert, nachdem man die entsprechenden Treiber installiert hat, steht ganz oben, zeige ich gerade nochmal hier, wo war das hier? Hier steht's nochmal, hier. Also ihr habt das hier schon bereits gemacht, ne, um den Cube überhaupt zu kriegen. Dann gibt's hier für die einzelnen Ubuntu-Versionen Anleitungen, wie man den Cube überhaupt zum Laufen kriegt. Zum Beispiel 11.10, ne? Also Ubuntu 11.10. Das sollte dann auch unter 12.04 funktionieren. Also, der Cube ist also irgendwo drin, den klickt er dann mal an und dann muss man diese Desktop-Wall deaktivieren und dann kommen noch kleine Fenster, die sagen bla 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 und bla 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 und dann klickt man das wieder an. Dann, das ist jetzt das Interessante, das Ubuntu Unity Plugin kurzfristig mal deaktivieren. Dann 3D Windows Rotate und Cube Gears aktivieren und dann erst wieder Ubuntu Plugin einschalten. Also man muss temporär kurz mal das Ubuntu Unity Plugin abschalten, dann den Cube und so weiter einschalten und dann wieder zurückschalten. Das war ganz interessant, ne? Das habe ich so auch noch nicht gewusst. Ich habe das immer mit der automatischen Plugin-Sortierung umsortieren gemacht. Ist doch ganz gut. Gut. Das dürfte die meisten Probleme von euch lösen. Auch wie man das unter unterschiedlichsten Versionen wieder zurücksetzen kann. Auch zum Beispiel KWin, ne, unter Kubuntu und wie das unter KDE geht. Ne, wie man da was zurücksetzt. Dann gibt's halt Troubleshooting, also Problemlöser. Und hier gibt's auch noch ein Riesending, wo so ziemlich jeder Bug beschrieben ist. Gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.